Wir sind zurück aus dem Sommerurlaub, aus unserer kurzen Sommerpause und erzählen euch, sieht man hoffentlich, und erzählen euch, wie es uns geht, welche Gedanken wir uns gemacht haben, die Pause auch genutzt haben, um zu überlegen, wie geht's weiter. Und freuen uns darauf, dass wir euch wieder berichten können. Hallo ihr Lieben, wir melden uns zurück aus der Sommerpause, den Sommerurlaub und hoffen, es geht euch. Oh, ein bisschen Farbe, Kultur auf jeden Fall, ne? Ja. Theo auch, der ist ganz braun, aber guck mal hier. Boi! Genau, Theo hatte eine super Zeit, wir waren wandern, wir waren an der Nordsee, allerdings hört sich das irgendwie gerade an, als hätten wir 5 Wochen Urlaub gemacht, waren eigentlich nur ein paar Tage. Ja. Aber die haben wir genutzt. Na, die haben wir genutzt, ansonsten haben wir tatsächlich ja auch beide viel gearbeitet und brauchen aber mal so ein paar Tage Pause von der Arbeit, auch von Hamburg und auch mal so ein bisschen Urlaub. Aber nicht von uns. Von uns nicht, nee, aber von uns. Zeit. Also deswegen waren wir jetzt ein paar, müssen wir noch mal einmal sagen, ist ja auch nicht schlimm, ist ja nur auch in eurem Sinne. War ja schon abzusehen irgendwie auch in den letzten Folgen, ne, dass wir auch so ein bisschen im Standby-Modus irgendwie uns befunden haben, wie geht's weiter, was steht an, wie stellen wir uns auf, es war kaum Zeit irgendwie, ob der ganzen aktuellen Geschehnisse überhaupt mal da einen ruhigen Moment zu finden oder auch einen klaren Gedanken dazu zu fassen. Wir haben jetzt aber auch die Tage, in denen wir weg waren, nochmal genutzt und immer mal wieder über das Thema, aber auch die nächsten Schritte oder Nichtschritte oder wie auch immer. Vieles wird uns ja auch so ein bisschen oder ein bisschen sehr aus der Hand genommen. Stichwort Adoption, aber auch Pflegekind. Uns haben übrigens auch sehr, sehr viele interessante, spannende, tolle Mails dazu erreicht, zu diesen beiden Themenfeldern. Können wir im nächsten Video nochmal ausführlicher darüber sprechen. Jetzt wollten wir uns eigentlich erstmal zurückmelden. Sagen, was wir sozusagen tun. Also vielleicht nochmal ganz kurz zum Stand der Dinge, für die, die es noch nicht wissen, mach es in aller Kürze, oder die es vielleicht auch vergessen haben, ob der jahrelangen Pause. Prinzipiell waren es jetzt, glaube ich, ein paar Wochen, ne? Aber bei uns ist es so, dass wenn die meisten von euch wissen, dass wir 3 Versuche hatten, einer wurde nicht gezählt sozusagen und in dem Fall waren es ICSI-Versuche, IVF bzw. ICSI. Du lachst schon wieder, ist alles richtig. Es waren 4 Versuche. Ja, es waren 4. Oder 4 einer wurde von gezählt. Der Krankenkasse nicht gezählt. Genau, also es waren 4 Versuche und 3, die für die Krankenkasse gezählt wurden. Running Gag. Worauf ich hinaus will, ist tatsächlich, ab dem 4. Versuch zahlt die Krankenkasse nicht mehr. Zwischenzeitlich ist, auch wenn man das nicht glauben mag, einer von uns 40 geworden. Wir heißen auch das. Theo ist es nämlich gewesen. Auch das ist ein Grund dafür, dass die Krankenkasse nicht mehr zahlt. Heißt, grosso modo, also wenn wir jetzt eine IVF, ICSI etc. pp. Angehen würden, dann wären wir sogenannte Vollzahler. Das klingt schöner als es ist. Das heißt, alle Kosten bleiben bei uns und nicht bei der Krankenkasse. Und man muss dazu sagen, und das schließt auch sozusagen ein, was wir uns jetzt auch überlegt haben in den Tagen, dass es eine ungeheure Belastung natürlich ist. Die es von euch schon gemacht haben, werden das wissen, insbesondere die Frauen. Ich kann das immer so von halb außen sagen, das kannst du besser beurteilen, aber es ist, ob der ganzen Hormone, ob der Spritzen, ob der physischen und aber auch psychischen Belastung schon sehr, sehr anstrengend, sicherlich auch für uns gewesen, auch wenn ich finde, dass wir, insbesondere du, das echt toll auch immer wieder gemacht haben und sehr tapfer gewesen sind. Es war schon ein schöner Aderlass, ne? Ja, Aderlass klingt heftig. also wie wir wissen von ganz vielen von euch, die das nicht 4-mal, sondern 7, 8, 9-mal, auch mit wirklich nur kurzen Pausen dazwischen, würde ich ganz gerne nochmal das dazu bringen. Also ich werde wirklich bereit dazu, ich glaube finanziell ist es was, klar, das würde schmerzen, gerade in diesem Jahr und gerade mit den, ihr wisst ja, ich bin selbstständig, ich habe 2 Firmen, die in einem Bereich unterwegs sind, die immer eigentlich noch, zumindest in Hamburg, unter den Regelungen einem Berufsverbot gleichkommen.
Das hat was mit dem Veranstaltungsbereich zu tun und wie die Maßnahmen, die da getroffen worden sind oder die Regulierung, die sind, machen es uns eigentlich nicht möglich hier oder mir nicht möglich, meinen Beruf so auszuüben, wie es eigentlich gerne täte. Genau, und wie es auch aus wirtschaftlicher Sicht natürlich notwendig wäre, um dieses Geschäftsjahr irgendwie noch zu retten. Aber das ist etwas, wo ich sagen würde, irgendwie, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ich glaube, das kriegt man im Zweifel irgendwie gewuppt. Ja. Und ich würde auch, ob meiner eigenen Konstitution, also psychisch, sowohl psychisch als auch körperlich, ich würde das schon wuppen und ich bewundere das eben sehr, gerade diese Abfolge von so vielen Versuchen. Bei mir ist es tatsächlich eher, und darüber haben wir dann uns auch nochmal ausgetauscht und das habe ich auch sehr deutlich gesagt, ich sehe mich da einfach nicht. Hm. Das ist jetzt Stand jetzt, ich meine, frage vielleicht im halben Jahr nochmal, aber das hat nichts damit zu tun, dass es noch nicht genügend Pause war. Das waren jetzt ja von April, Mai, Juni, Juli, drei Monate eigentlich jetzt her. Das ist sowas, da könnte man eigentlich spätestens wieder einsteigen oder ansetzen. Manche von euch haben viel kürzere Pausen nur gemacht. Also klappen so mal die Kinder darunter, wenn wir das lesen. Also nicht, weil wir das wie auch immer komisch finden, sondern weil wir sagen, wow, Respekt. Genau. Aber es ist für mich, es ist so wahnsinnig weit weg und es fühlt sich irgendwie nicht mehr richtig an. Ich kann es euch auch gar nicht genauer erklären. Ich kann es nicht besser in Worte fassen, nur dass sich da irgendwas in mir regt, sich ein Widerstand oder ein Widerstand regt sich in mir und irgendwas sperrt sich dagegen. Und das umfasst verschiedene Aspekte. Dazu gehören die genannten, aber dazu gehört auch irgendwas, was ich gar nicht so genau greifen kann oder nicht so genau in Worte fassen kann. Aber für mich schließt sich das momentan und zumindest auch für die nächsten Monate, Stand heute, aus. Also ich würde keine so geartete ICSI oder IVF nochmal begehen wollen. So. Und das habe ich relativ deutlich dann eben auch schon vor ein paar Wochen schon gesagt. Und da habe ich das nochmal sacken lassen und nochmal darüber reflektiert. Und das ist aber Stand heute immer noch so. Beim Grillen auf dem Balkon haben wir uns dann nochmal tief in die Augen geschaut, so, aber haben darüber auch eben nochmal sprechen können. Es ist schon wichtig für uns in jedem Fall, da ist auch jeder für sich nochmal das so ein bisschen sacken lässt. Und mein Eindruck war oder ist ein ähnlicher, ne, in dieser Situation. Was man vielleicht auch nochmal ganz gut sagen kann, ist, und auch gerne mit aller angebrachten Diplomatie, da geht es auch um kein Nachtreten oder irgendwas, aber nachdem der letzte Versuch in Berlin nicht geklappt hat, haben wir genau null von der Klinik wieder gehört. Also es gab weder irgendwie nochmal ein Feedbackgespräch, noch ein wie auch immer gearteten Satz oder eine interessierte Frage oder einen motivierten Anruf oder irgendwas. Da war einfach gar nichts. Oder ein Auffangen oder irgendwas. Also da gab es einfach wirklich gar nichts, was tatsächlich, und das schreiben uns ja auch viele von euch, nochmal den Eindruck stützt, dass man in den Kliniken, wie gesagt, man lässt sich darauf ein, man weiß es ja auch, aber irgendwo ist es doch, zumindest ging es uns jetzt so oder mir. Ändert nichts daran, dass es nicht schön ist. Es ist dann echt enttäuschend irgendwo auch und es ist für uns natürlich ein sehr emotionaler Angang. Das kann man jetzt nicht ansatzweise erwarten, dass die Klinik oder die Menschen, die dort arbeiten, das genauso sehen. Ich finde aber, dass da ganz und gar nichts kommt, sage ich jetzt meine persönliche Meinung, das kann jeder anders sehen, finde ich nicht nur enttäuschend, sondern finde ich auch nicht in Ordnung. Also ich finde, das wäre das Mindeste gewesen, was man nach so einem Zyklus auch erwarten darf. Ja, wohl wissen, dass es im Zweifel vielleicht nicht im der letzte ist. Ja, eben. Dass er eigentlich so positiv mit so wahnsinnig viel Aufwand, in die aus allen Ecken, wie sagt man das denn? Geschossen mit Röhren auf Spalten. Nee, wie sagt aus man das allen denn? Ohren. Aus allen Röhren gefeuert oder Kanonen? Naja, egal, ihr wisst, also alles rausgeholt, was so das Portfolio an Hormonstimulierung irgendwie angeht und überhaupt. Das ist tatsächlich, es ist dann irgendwie doch wieder nicht verwunderlich und vielleicht ist das auch ein Stück weit das, ja, dass ich einfach, ihr habt es ja auch mitbekommen, ich habe mich ja auch meiner beruflichen Ausrichtung in meiner Branche quasi ja so ein bisschen politisch engagiert. Ich wärme das jetzt hier nicht nochmal auf, aber vielleicht hast du? Daran habt ihr vielleicht ja auch gemerkt, dass ich durchaus jemand bin, der sehr überzeugt ist dann von etwas und sich da auch mit Engagement und Leidenschaft reinschmeißt und das auch sehr authentisch lebt.
vielleicht ist das auch dafür so ein bisschen verantwortlich jetzt für meine Haltung. Ich habe einfach irgendwie dieses Bewusstsein, dass das einfach eine reine Geschäftsnummer ist für die, hat sich darüber ja nochmal bestätigt. Ne? Das in jedem Fall. Also es muss man tatsächlich, ist auch nicht so, dass wir nur so naiv waren, das haben wir schon relativ früh verstanden und das ist auch das, was ihr uns da zurückspielt. Heißt aber ja nicht, dass man das irgendwie einfach immer so alles hinnehmen muss. Das ist im Prinzip, ist es die Frage, was will man davon und kann man sich auf diesen Pragmatismus vielleicht einlassen, sagen, ja okay, die ist halt eine Gelddruckmaschine für die und super, das ist mir egal, solange ich am Ende bei meinem Ziel rauskomme, okay. Aber ich muss schon sagen, dass ich mittlerweile da auch jetzt mache ich wahrscheinlich einen riesen, vielleicht auch Haterfass hier auf, mir egal, auch ein bisschen so eine moralethische Verantwortung dem Ganzen gegenüber. Oder anders gesagt, ich merke, dass das irgendwelche Sensoren trifft bei mir, dass ich mir denke so, nee, Leute, also ernsthaft jetzt, also ich finde, genau, es kommt noch nicht mal im Nachgang, wenn es aus wirtschaftlicher Sicht ist, ich meine, ich arbeite ja auch im Dienstleistungsbereich, da muss man vielleicht auch nach so einer Nummer einfach nochmal anrufen oder eine Mail hinschreiben, einfach so aus perspektivischer Kundenbindungssicht. Also für mich wäre das, und das ist auch etwas, ich wüsste jetzt auch gar nicht, wo sollen wir da ansetzen. Ja, man da hat nicht Ansatz, möchte ich eigentlich gar nicht mehr hingehen, also es ist so, ja. So, jetzt ist es doch relativ ausführlich geworden, die Erklärung dazu. Ja, aber die ist ja nicht ganz unwichtig. Die gehört sicherlich damit rein, dass wir beide auch sagen, okay, irgendwie ist auf jeden Fall für den Moment, und das wird sich wahrscheinlich auch die äußeren Umstände auch nicht unbedingt mehr ändern, aber ist dieses Thema künstliche Befruchtung in dieser Form soweit abgeschlossen, bis auf, und jetzt kommt die Einschränkung, dass wir auch noch mal kurz über die IVF naturell gesprochen haben, über die wir hier auch schon ausführlich berichtet haben. Gibt auch, kann man noch mal sagen, ich glaube, Christine war das, hat uns geschrieben, dass sie aufgrund dieses Beitrags von uns damit angefangen haben und bei ihnen hat es auch geklappt. Das ist toll, herzlichen Glückwunsch an der Seite. An dieser Stelle vielmehr, an dieser Seite, genau, an dieser Stelle. Und vielleicht klappt es ja auch bei uns, wer weiß, also wir haben zumindest gesagt, dass wir uns das, oder korrigieren mich, ne, dass wir uns das eben tatsächlich nochmal vorstellen können, also das heißt ohne, gerne mit Tiro natürlich, aber ohne hormonellen Stimulus und ohne den ganzen OP und sonstigen Kram, ne? Entschuldigung. Mach kurz immer. Abgelenkt. Kuschelstunde. Ja, also, darüber haben wir gesprochen. Über das Gespräch bin ich tatsächlich dann nochmal dazu gekommen zu sagen, okay, ich könnte mir das vorstellen, vielleicht zum Herbst hin, dass wir das nochmal angehen. Auch wenn ich die Aussichten dabei schon vorab, und ihr wisst es, ich bin überhaupt kein Hoffnungsloser, im Gegenteil, ich bin ein sehr hoffnungsvoller Mensch und sehr positiv und sehr optimistisch. Aber ich bin ja eben auch so gestrickt, dass ich Dinge, die ich angehe, da mache ich sie mit 100%. Und ich merke schon, dass da etwas ist, ob einfach der Learnings auch aus unseren anderen Zyklen, Behandlungszyklen. Ich meine, wir haben da, wie war das jetzt mit Kanonen und Ohren und aus allem gefeuert und so. Ich meine, ich weiß nicht genau, vielleicht müssen wir noch mal kurz sagen, wirklich in aller Kürze, ihr könnt das auch wunderbar nachgoogeln, lesen, hören, irgendwie auch immer, was das ist, diese IVF naturell. Aber es geht quasi darum, dass man den natürlichen, also den Outcome aus dem natürlichen Zyklus, das, was quasi der Körper selber ohne Stimulierung durch künstliche Hormone in der Lage ist, quasi ein Outcome an Eizellen zu liefern, dass man die punktiert. Und dann quasi ist es trotzdem wieder eine künstliche Befruchtung. Aber ich sage mal, dieser ganze hormonelle Stimulierungs- und so Teil fällt weg. Allerdings, und das ist der Punkt, worauf ich hinaus wollte, muss man ja schon so ehrlich sein und auch nochmal so, also einfach so realistisch sein, ist vielleicht noch das bessere Wort. Es brauchte ja bei mir schon echt ganz schön viel. Also wir haben ja wirklich so, dass, also ich war ja 4 Wochen einfach unter Dauer Beschuss von Hormonen. So. Aus allen Spatzen. Der Outcome nach den zwei Wochen bis zum Eisprung, bis zur Punktion, der Outcome war ja echt schon klein. Ja, das heißt also, Eizellen, die sozusagen zur Verfügung standen, um sie künstlich mit meinem Sperma zu befruchten, waren in der Regel in 4, 5. 3, 4, 5. Und dann
Sag ich mal, das, was übrig geblieben ist, waren dann 2, 3. Ja. Also deswegen, ich habe da einfach so meine, also, oder anders gesagt, es ist vielleicht die Erwartungshaltung, ich versuche bewusst die Erwartungshaltung klein zu halten, weil ich einfach weiß, dass mein Körper ja scheinbar so schon nicht eine große Party schmeißt, wenn es darum geht, oder viele Leute, viele Eizellen einlädt, wenn es darum geht, dass es zum Beispiel kommt. Ja, aber es ist zumindest. Weißt du, die richtige dabei? Ja, vielleicht. Genau, es braucht nur eine. Das sagt man, hört man ja auch immer wieder. Es ist am Ende, es ist entscheidend, dass eine gute und eine willige dabei ist und wo es matcht. Genau, aber das ist so ein bisschen Stand der Dinge dazu. Wir werden uns jetzt mal auf die Suche machen. Ich wäre sehr dafür und du, glaube ich, auch, dass wir vielleicht was in Hamburg finden. Also ich fände Rosenheim ganz schön oder Freiburg vielleicht. Oder vielleicht gibt's noch. Also das soll jetzt nicht so klingen, Spaß. Als wäre Rosenheim oder Freiburg nicht schön. Oder nein, uns geht es um die Entfernung, genau. Weil wir natürlich gucken müssen, auch jetzt mit Homeoffice und allem hin und her, ist es vielleicht hier und da ein bisschen einfacher, aber natürlich, wir leben in Hamburg und wir haben schon gemerkt, gerade auch für Sarah jetzt, du hast ja ein paar mehr Termine gehabt als ich, dass selbst die Pendelei mit Berlin, das heißt Pendelei jetzt auch nicht jede Woche, aber zumindest die doch einigen Fahrten dorthin und gerade auch zum Transfer und so weiter und so fort, kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie, ihr werdet euch erinnern, haben wir ein Krimi erlebt, das ist schon... Ja, zusätzlich herausfordernd, sagen wir es mal so. Ja. Falls ihr also, ich glaube, du hattest schon mal einmal... Da haben uns auch schon ein, zwei Tipps erreicht. Ja. Genau, aber falls ihr nochmal jetzt aktuell auf diesen Beitrag von uns vielleicht nochmal Anregungen, Tipps, Empfehlungen habt für Praxen, für Ärzte in Hamburg, bitte in Hamburg. Weil ich muss schon sagen, das ist alles so... Ihr merkt, ich pendel mich da so auf meinem realitätsnahen, wie kriege ich gerade die ganzen dieses Jahr mit den ganzen Herausforderungen, die sich stellen und diesem Thema irgendwie unter einen Hut. Und da bin ich einfach so ehrlich und so realistisch wieder, dass ich sage, okay, je kleiner die Hemmschwelle ist dazu, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass ich das mache. Ja, und desto kleiner auch der Stress, der sicherlich auch nicht genau, ganz von der Hand zu weisen ist. Genau, aber das weiß ich ja vorher und deswegen würde ich es vielleicht dann sonst so blablabla. Also, falls ihr Tipps habt und Kontakte, Empfehlungen, wie auch immer, für IVF, ICSI, wie auch immer, ich weiß gar nicht, ob ICSI dann überhaupt geht. Ja, das ist ja eigentlich das Verfahren danach. Also ihr seht, wir haben noch Nachholbedarf, noch Kenntnis, Wissenslücken. Füllt die gerne und wenn ihr Empfehlungen habt in Hamburg für sowas, für die blablabla naturell, hier schreibt uns eine E-Mail an die Adresse. Wir wären euch sehr dankbar und wären euch sehr dankbar. Und wir wären euch sehr dankbar, genau. Parallel dazu können wir ja noch sagen, das haben wir auch in den letzten Videos erzählt, dass wir auch über Adoption oder Pflegekind tatsächlich weiterhin nachdenken, da uns... Das haben wir erzählt, ne? Das haben wir erzählt, ja. Beim Infoabend befinden, da gibt es noch keine Neuigkeiten. Das findet erst Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres statt. Auch bei privaten Trägern ist da relativ, der Tipp hat uns dankenswerterweise erreicht. Also fernab von den eigentlichen Jugendämtern, ob jetzt über Kirchen, private Träger, ist es auch relativ schwierig tatsächlich. Das ist wiederum Corona geschuldet. Will heißen, realistisch, diese Infoabende vor zumindest mal Ende dieses Jahres, diesen Jahres sind nicht. Und die markieren immer den Startpunkt. Die markieren den Startpunkt, um überhaupt zu informieren, um dann in den Prozess zu gehen. Und gerade was die Adoption, die Inlandsadoption betrifft, ist ja 40 durchaus auch dann eine Grenze oder auch das gemeinsame Alter, wo man dann auch irgendwann gucken muss, dass man nicht zu alt ist, um einfach mal ganz offen auszusprechen. Wenn die einen Tag in meinem Kopf verbringen. Auf der Flanke sind wir tatsächlich schon. Ja, das ist schon gar nichts, aber es hilft ja nichts. Also sie nehmen dann doch nicht das gefühlte Alter, sondern den besseren Ausweis. Will heißen, auch da, wenn wir ein bisschen unter Zeitdruck, können wir für den Moment nicht so viel machen. Nee, wir können für den Moment nicht viel machen, aber das stimmt nicht so ganz. Was denn, Zeitdruck? Doch, den gibt's schon, aber sie gucken über den Personalausweis hinaus. Das ist schon was man überall liest und deswegen zum Beispiel ist ja auch nicht mit dem, wir reichen unsere Formulare ein und damit startet der Prozess, sondern es geht wirklich nur über diesen persönlichen Erstkontakt, dieses Infoarzt. Da kriegt man alle Informationen, die man auch im Zweifel dafür braucht, um diese Formulare auszufüllen. Also es ist jetzt nicht so irgend so ein Infoabend, sondern es ist schon der formelle Startschuss für diesen ganzen Prozess. In Achtung, ein Elternabend. Ja. Oh Mann.
Genau, ein Elterninformationsabend. Ein Informationsabend für werdende Eltern. Also auf jeden Fall, man muss übrigens, ist ja immer ganz wichtig, man darf den Humor nicht verlieren. Das predigen wir ja auch schon, das kennt ihr ja jetzt schon seit einem Jahr. Wie auch immer, was wollte ich denn jetzt sagen? Ach so, ja, dass schon darauf geguckt wird, dass natürlich diese Maßgabe mit dem faktischen Alter und wie alt ist man zusammen und dass man das da jetzt nicht, also so, da wird schon drauf geguckt, aber es finden auch ganz viele persönliche Bewertungen oder Gespräche und dann im Nachgang Bewertungen dazu statt, für wie geeignet werden zwei Menschen gehalten. Oh Gott. Ja, und das wird dann tatsächlich nicht mehr nur am Alter. Ja, das stimmt. Ja, und wenn das so wäre, dann hätte ich ja gleich meine nächsten. Die nächste politische Aktion wäre damit begründet. Also solltet ihr demnächst von politischen Aktionen in diese Richtung lesen, seid sicher, Sarah ist dabei. Und auch wo dabei seid, auch nächste Woche wieder dabei, ne? Genau, wir freuen uns auf euch auf die nächste Woche. Jetzt machen wir erstmal diese. Jetzt machen wir erstmal diese. Jetzt rocken wir erstmal. Schöne Woche. Genau, habt eine schöne Woche. Final. Ciao.